Herzlich willkommen! Ich heiße Caro und ihr seht Dash 101. In dieser Serie lernt ihr alles, was ihr über digitales Bargeld wissen müsst. Und insbesondere über eine sehr weit entwickelte Form von Digital Cash namens Dash. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wozu brauchen wir überhaupt digitales Bargeld? Wir haben doch schon alles. Euros, Dollar, Banküberweisungen, Kreditkarten. Und das funktioniert doch alles wunderbar, oder? Naja, wenn man sich unser Geldsystem mal genauer ansieht, dann stellt man fest, dass es ziemlich viele Macken hat. Der Staat hat nämlich ein Monopol auf Geld. Und Monopole sind immer schlecht. Nicht für den Monopolisten natürlich, aber für alle anderen. Die Zentralbank kann nämlich nach Belieben neues Geld herausgeben in Form von Scheinen und Münzen. Aber heutzutage meistens in digitaler Form. Und der Staat gibt auch normalen Banken das Recht, neues Geld zu schaffen. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, zum Beispiel, weil jemand ein Haus kaufen möchte, so erzeugt die Bank das Geld dafür einfach per Knopfdruck. Sozusagen und im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Nichts. Der Kreditnehmer aber muss trotzdem dafür Zinsen zahlen. Und wenn er den Kredit nicht zurückzahlen kann, übernimmt die Bank sein Haus, obwohl sie das Geld dafür vorher gar nicht hatte. Ist so ein System gerecht? Ich finde nicht. Ein weiteres Problem: Wenn die Geldmenge steigt, aber die Menge an Gütern, die man dafür kaufen kann, gleich bleibt, steigen automatisch die Preise. Das ist ein ökonomisches Naturgesetz. Wenn die Zentralbank immer mehr Geld herausgibt, also Inflation betreibt, verlieren die Gehälter und Ersparnisse aller Menschen an Wert. In manchen Ländern ist die Inflation so hoch, dass die Preise jeden Tag steigen und man Stapel von Banknoten braucht, um alltägliche Dinge zu kaufen. Aber auch wenn die Inflation nicht so extrem, sondern eher schleichend ist, kann man sich immer weniger von seinem Geld leisten. Das neu geschaffene Geld landet meistens in scheinbar sicheren Geldanlagen wie Immobilien, sodass die Preise für Häuser und Wohnungen steigen und normale Menschen immer mehr Geld nur fürs Wohnen aufbringen müssen. In einem zentralisierten Geldsystem profitieren einzig und allein diejenigen, die nah an der Quelle des Geldes sitzen. Und zwar auf Kosten aller anderen. Politiker, Banker und andere Machthaber bekommen das neu geschaffene Geld nämlich, bevor die Preise steigen. Aber normale Menschen, die Löhne, Gehälter oder Renten bekommen und weit von der Quelle des neuen Geldes entfernt sind, müssen schon die gestiegenen Preise bezahlen. Das ist eine schleichende Umverteilung von der Durchschnittsbevölkerung zu den Mächtigen. Das Geldmonopol des Staates ist tatsächlich die Hauptursache der meisten Wirtschaftskrisen. Viele Menschen haben schon ihre hart erarbeiteten Ersparnisse durch Inflation, Geldentwertungen oder eingefrorene Bankkonten verloren. All diese hässlichen Dinge, die passieren, wenn eine Zentralstelle die Macht über das Geld hat. Die vielen gescheiterten sozialistischen Experimente überall auf der Welt sollten uns eigentlich gezeigt haben, dass eine zentrale Steuerung der Wirtschaft einfach nicht funktioniert. Ein offener Wettbewerb und freie Märkte führen immer zu besseren Ergebnissen. Und das gilt genauso fürs Geld. Ist es nicht komisch, dass ausgerechnet das Geld, das Blut der Wirtschaft, immer noch von einer zentralen Behörde herausgegeben wird? Seit die Golddeckung des Geldes im Jahr 1971 vollständig aufgehoben wurde, haben die Regierungen fast aller Staaten immer mehr Schulden angehäuft. So ein System, das auf immer weiter steigenden Schulden beruht, muss eines Tages in sich zusammenbrechen, wie ein Kartenhaus. Digitales Bargeld ist angetreten, um das staatliche Geldmonopol mit all seinen Nachteilen zu beenden. Es ist ein komplett dezentralisiertes System, das direkte Zahlungen von Mensch zu Mensch möglich macht, ohne irgendwelche Mittelsmänner,
Die Erfinder des digitalen Bargelds wollten ein System schaffen, bei dem man niemandem mehr vertrauen muss. Keiner Bank, keiner Regierung, überhaupt niemandem, der dieses Vertrauen missbrauchen könnte. Es geht darum, einen wirklich freien Wettbewerb der Währungen zu schaffen, in dem sich das beste Geld durchsetzt. Die meisten digitalen Bargeldsysteme arbeiten daher mit einer festen, maximalen Geldmenge. Ihre Inflation ist genau absehbar und nimmt im Lauf der Zeit ab. Dezentralisiertes Geld ist daher so knapp wie Gold. Nicht von Natur aus, aber durch die Eigenschaften, die in seiner Software festgeschrieben sind. Aber wie funktioniert so ein digitales Bargeldsystem? Das werden wir in den nächsten Folgen erklären.